Zum Abschluss sollen nochmal Produktregel und Quotientenregel erläutert werden, sowie am Schluss dann die Kettenregel. Die Produktregel kann man immer dann anwenden, wenn man natürlich ein Produkt vorliegen hat, wobei U- und V-Funktionen in x sein sollen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Funktion f von x hat, in der x Quadrat plus 1 multipliziert werden soll mit x hoch 3 plus 2 zum Quadrat. Das kann man natürlich ausmultiplizieren, aber vielleicht hat man da auch einfach keine Lust zu. Lassen wir mal das Quadrat weg, sonst brauchen wir noch eine andere Regel. Jetzt haben wir hier ein Produkt und ein Produkt bedeutet, dass wir hier jetzt einfach mal ganz kurz gucken. U ist dieser Ausdruck abhängig in x. Der Ausdruck ist v abhängig in x. Und jetzt braucht man noch, damit man die Regel anwenden kann, U' und V'. Also U' von x können wir bilden, das haben wir schon gelernt. Das ist 2x und das plus 1 fällt weg. V' können wir ebenso bilden, haben wir auch schon gelernt, ist x hoch 3. Also x hoch 3 wird 3x Quadrat raus, plus 2 fällt wieder weg. Und wenn wir das jetzt nach dem Kochrezept zusammensetzen, ergibt sich f' von x zu u', also 2x mal v. V ist x hoch 3 plus 2. Bitte vergessen Sie die Klammern nicht. Vorsichtshalber kann man die auch immer um diese Teile setzen. Hier an der Stelle wäre es allerdings nicht nötig. Dann kommt ein Plus, dann kommt die Funktion u dahin. X Quadrat plus 1 mal v', also mal 3x Quadrat. Und es geht garantiert schneller, das so aufzuschreiben, als dieses hier erstmal auszumultiplizieren und dann die Ableitung zu bilden. Hier kann man natürlich auch noch ausmultiplizieren, aber das ist schnell gemacht und aber auch nicht nötig. Manchmal aber auch nicht möglich, wenn man nämlich zum Beispiel so etwas hat, eine Funktion e hoch x mal x Quadrat und möchte die gerne ableiten, dann ist ja, wenn man das hier als u nimmt, u' e hoch x, v' 2x, also f' von x erstmal die Ableitung von dem ersten e hoch x mal x Quadrat plus, jetzt bleibt die erste Funktion stehen, mal 2x. Oder hier hätte man natürlich auch nicht ausmultiplizieren können, ln x mal x Quadrat. Auch hier kann man nicht ausmultiplizieren, dann nimmt man wieder die Produktregel, Ableitung von ln x ist 1 durch x mal x Quadrat plus, jetzt bleibt das ln x stehen, mal der Ableitung von 2x Quadrat, das ist 2x. Und jetzt kann man hier noch ein kleines bisschen kürzen, das x gegen das x Quadrat und bekommt dann, wenn man das x noch ausmultipliziert, x mal im ersten Summanden bleibt nur eine 1 stehen, plus 2 ln x. Wenn es eindeutig ist, dürfen Sie auch gerne die Klammern um das x herum weglassen. Hier in solchen Fällen würde man sie machen, damit man weiß, dass nur das x zum ln gehört, die 2x nicht. Das war die Produktregel. Ähnlich die Quotientenregeln, wenn wir jetzt einfach mal die Funktionen nehmen, so ähnlich wie wir sie eben hatten. Und schreiben Sie nicht als Produkt, sondern als Quotienten hätten wir x Quadrat plus 1 durch x hoch 3 plus 2. Und dann kann man im Grunde genommen, wenn man f' von x bildet, diesen Teil hier nehmen, kopieren und verwenden. Möglichst natürlich hier ohne das f' von x, das brauchen wir ja nicht, das haben wir ja schon vorne vorgeschrieben.
Und wir sollen dann allerdings hier nicht addieren, sondern subtrahieren und hier unten drunter noch das v zum Quadrat schreiben, also x hoch 3 plus 2 zum Quadrat. Auch hier ist jetzt die Ableitung schon hingeschrieben. Nicht schön, aber immerhin fertig. Analog kann man das zum Beispiel für die Funktion machen, f von x gleich e hoch x durch x Quadrat. Auch hier kann man das wie oben machen. Hier kann man die Funktion nehmen, die man dort oben hingeschrieben hat, mit einem Minus. Also f' von x ist dann, klammern wir e hoch x mal aus, x² minus 2x durch und jetzt den Nenner ins Quadrat. Das kann man noch schöner machen, da kann man noch ausklammern und so weiter und so fort, aber das ist gerade nicht unser Thema. Wenn man hier die dritte noch nimmt, f von x gleich ln von x durch x Quadrat. Auch hier können wir jetzt wieder das nehmen, was wir hier gerade eben hatten, nur statt Plus ein Minus. Also ist f' von x x mal 1 minus 2 ln x und dann durch den Nenner, also wieder durch x Quadrat zum Quadrat. Das wären x hoch 4. Hier könnte man jetzt das x noch rauskürzen und hätte dann sehr schnell 1 minus 2 ln x durch x hoch 3. Zum Schluss noch die Kettenregel, die so ja nicht festgehalten ist. Dabei gilt, dass f von g von x unsere Funktion jetzt sein soll. Und wenn man die ableiten möchte, dann wird erstmal die Funktion f abgeleitet, wobei das Innere so erhalten bleibt, wie es vorher war. Und dann multipliziert wird mit der Ableitung von g von x, also g' von x. Jetzt nehmen wir mal die beiden zweiten Funktionen und setzen die ein bisschen ineinander ein. Wir können zum Beispiel unsere Funktion haben e hoch und jetzt nicht x, sondern x Quadrat. Dann nehmen wir die Kettenregel und wissen, dass unsere Funktion die äußere e hoch dem, was da oben steht, ist. Also e hoch, was da oben steht, bleibt erhalten, denn die Ableitung ist ja wieder die e-Funktion selbst. Und da soll auch wieder rein, was da vorher stand. Und dann soll noch multipliziert werden mit der Ableitung von dem Inneren, also multipliziert mit 2x. Analog mit ln x Quadrat. Ln von x Quadrat. Dann ist das als Ableitung, die Ableitung vom ln x ist 1 durch, also hier von dem Äußeren, 1 durch das, was da drin steht, also 1 durch x Quadrat multipliziert mit dem Äußeren, also mit 2x. Das bedeutet, wir haben hier dann als Ableitung 2 durch x. So, das war jetzt sehr kurz und auch nur knapp. Viele weitere Videos, wie gesagt, finden Sie unter YouTube. Ein paar Übungsaufgaben finden Sie ebenfalls in diesem Kurs. Ich habe mir jetzt gespart, Sie auf Videos vorzurechnen. Die Lösungen sind eigentlich recht einfach. Ich habe also wirklich versucht, keine allzu komplizierten Aufgaben zu nehmen, aber das ist natürlich immer sehr relativ, was man als einfach empfindet und was nicht. Für Fragen zu den Aufgaben der Differentialrechnung, so heißt das Blatt, benutzen Sie einfach den Chat. Also einfach Fragen im Forum stellen,
Es wird Ihnen bestimmt da irgendjemand helfen können.